Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Heute haben wir uns was ganz Besonderes vorgenommen, und zwar die 10 häufigsten Irrtümer zur Urknalltheorie. Es gibt da immer wiederkehrende Fragen, die dann doch immer wieder gestellt werden. Und wir wollen es jetzt ein für alle Mal abhaken, dass wir die 10 wichtigsten Fragen, ich habe ein paar rausgegriffen, uns dann vorknöpfen. Und dann brauchen wir nur in Zukunft zu sagen, ey, guck das Video an, da wird alles geklärt. Die erste Geschichte ist nämlich, ja, was ist eigentlich am Rand des Universums? Gibt es den? Und dazu ist natürlich zu sagen, dass eben nach Einsteins Theorie das Universum in sich geschlossen ist. Wir können uns das mit so einem Luftballon hier ganz schön veranschaulichen. Dieser Luftballon, ja, soll jetzt das Universum symbolisieren. Wir sehen hier eine Kugeloberfläche. Es geht also jetzt nicht um das Innere des Ballons, auch nicht das Äußere. Die Analogie funktioniert so, dass man nur die Ballonhaut betrachtet. Das ist also ein räumlich zweidimensionales Universum, was nur Länge und Breite hat. Und die Idee ist jetzt eben zu sagen, hier, diese Ballonhaut soll unser Universum sein und alles, was wir kennen, ist auf diese Haut beschränkt. Die Haut hat natürlich jetzt verschiedene Freiheitsgrade, das heißt, es kann auch unter Umständen dynamisch sein, da wollen wir dann noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt geht es erstmal um den Aspekt, dass es geschlossen ist, dieses Universum. Und damit ist eben gemeint, dass die einsteinsche Theorie von 1915 ja besagt, Energie und Masse bilden überhaupt den Raum um sich herum und auch natürlich die Zeit. Und das ist eben die fundamentale Aussage von Einsteins Relativitätstheorie, von seiner Feldgleichung. Wenn wir einfach die Materie wegnehmen und die Energie, verschwinden eben auch Raum und Zeit. Das heißt, damit sind wir alles los, die ganze Bühne ist weg. Und deshalb ist es klar, dass wir eben durch die Tatsache, dass wir Materie in unserem Universum haben, also die normalen Teilchen, Licht natürlich, aber auch natürlich die ganzen exotischen Varianten von Energieformen, die diskutiert werden in der Kosmologie, dunkle Materie, dunkle Energie, all das zusammen verbiegt eben Raum und Zeit so, dass wir dann ein Gebilde haben, was wir Universum nennen, was eben den Raum hat. Und es ist tatsächlich eben so, dass wir hier in dieser Haut natürlich jetzt beschränkt sind. Wir können das also, hier hat man ja auch keinen Rand. Wenn wir uns eine Person vorstellen, die auf der Haut herumläuft, würden wir auch sagen, die kann niemals einen Rand erreichen, kann da ewig herumlaufen, kommt natürlich irgendwann am Ausgangspunkt wieder heraus, aber auch hier gibt es keinen Rand. Und deshalb mag ich eigentlich diese Luftballon-Analogie. Irrtum Nummer 2. Wenn alle Galaxien von uns wegfliegen, dann sind wir doch im Zentrum des Universums. Klingt erstmal total logisch, aber auch hier gilt wieder, wie beim Ballon, diese Haut hat natürlich auch kein Zentrum. Das bedeutet also, die vielen Galaxien, die wir um uns herum haben, ordnen sich irgendwie natürlich an. Ein paar sind sehr nah, die fliegen auf uns zu, werden durch die Gravitation angezogen. Und nur die, die sehr weit entfernt sind, die fliegen wirklich von uns weg. Und zwar greift auch hier wieder die Ballon-Analogie. Wir können wieder den Ballon hernehmen und sagen ja wieder, dass hier die Haut das Universum darstellt. Das heißt, wenn wir hier Punkte drauf malen, dann sollen das die Galaxien symbolisieren. Dann ist es tatsächlich so, dass wir auch hier innerhalb dieser Haut ja kein Zentrum hervorheben können. Es ist kein Punkt irgendwie besonders ausgezeichnet. Wenn wir den Ballon jetzt weiter aufblasen, und das Experiment kann man eben selber gerne mal durchführen und kann da Punkte drauf malen, dann wird man eben feststellen, dass die sich alle voneinander entfernen, ganz unabhängig davon, wo ich die Punkte drauf male. Das heißt, auch hier innerhalb dieser Haut gibt es kein Zentrum, was wir hervorheben können. Und auch hier greift die Ballonanalogie. Wir können sehr gut verstehen, dass das Universum eben auch hier kein Zentrum hat. Kommen wir jetzt zu Irrtum Nummer 3. Die kosmologische Rotverschiebung ist ein Doppler-Effekt. Und oh je, das kann man nicht oft genug sagen. Das ist, würde ich sagen, das Hauptproblem in der Kosmologie, das immer wieder behauptet wird, es ist ein Doppler-Effekt. Und zwar ist ja der Effekt so, dass weit entfernte Galaxien weggezogen werden durch das expandierende Universum. Was passiert also mit dem Licht, was sich von dieser Galaxie ausbreitet und zu uns kommt? Es wird natürlich auch auseinandergezogen.
Und durch das Auseinanderziehen einer Lichtwelle wird die Wellenlänge größer, das heißt, das Licht wird röter. Diesen Effekt nennt man Rotverschiebung. Jetzt gibt es aber in der Physik genau drei Rotverschiebungseffekte. Es gibt den Dopplerverschiebungseffekt, Dopplerrotverschiebung. Und damit ist eben gemeint, dass sich wirklich ein Körper wegbewegt. Also zum Beispiel eben beim Schall kennt man das ja, eine Schallquelle, die sich entfernt, dann wird der Ton tiefer, dann macht es, weil der Ton tiefer wird, wird also hier auch eine Welle auseinandergezogen. Und das passiert eben auch mit Licht und das ist eine Doppler-Rotverschiebung, also wirklich eine Bewegung zwischen Beobachter und der Quelle. Bei den schwarzen Löchern haben wir eine Gravitationsrotverschiebung. Da ist es so, dass also Licht, was zum Beispiel jetzt hier auf der Erde nach oben geht, natürlich ankämpft gegen die Schwerkraft der Erde. Das heißt, das Licht verliert Energie. Wenn Licht aber Energie verliert, dann wird die Wellenlänge größer. Das wird also auch rot verschoben. Wenn wir also Licht an die Decke schießen, dann kommt es oben an der Decke mit weniger Energie und mit mehr Röte eben an. Und das ist der zweite Effekt, die Gravitationsrotverschiebung. Der dritte Effekt ist eben relevant in der Kosmologie, ist ein allgemeinrelativistischer Effekt. Die Raumzeit selber wird auseinandergezogen und auch hier passt wieder die Analogie mit dem Ballon ganz gut. Man kann sich den Spaß eben machen, mal eine Welle schön draufmalen auf den Ballon, boostet den Ballon auf. Dann wird man feststellen, die Wellenlänge ist größer geworden. Das heißt, der Raum selber ist eben auseinandergezogen worden und das ist eben die kosmologische Rotverschiebung. Und das ist die richtige Erklärung, warum das Licht sehr weit entfernter Galaxien eben gerötet wird. Es ist kein Doppler-Effekt. Natürlich, ein Beobachter in der Astronomie kann es nicht direkt sagen, ob eben jetzt das Licht, was er beobachtet, durch die Gravitation gerötet wurde, durch Dopplerverschiebung oder eben durch die Kosmologie. Da muss man also ein bisschen mehr Informationen haben über die Quelle, wo das herkommt. Zum Beispiel weitere Objekte in einer Galaxie, zum Beispiel Sterne, die man beobachten kann, dass man irgendwie was über die Bewegung sagen kann von der Galaxie. Also man braucht Zusatzinformationen. Das ist dann im Allgemeinen nicht so leicht. Also dem Licht sieht man es im Prinzip nicht an, was für eine Form von Rotverschiebung es jetzt gerötet hat oder ob es eine Überlagerung von allen dreien sogar ist. Aber es ist eben keine Doppler-Rotverschiebung in der Kosmologie. Und da hat vielleicht auch Hubble selber, der den Effekt zusammen mit Kollegen entdeckt hat, mit Wessel Sliver, mit Wirz aus Deutschland, mit Lemaître, die ganzen Leute haben zusammengearbeitet, haben also denselben Effekt da beobachtet. Und Hubble hat eben auch von dem Doppler-Rotverschiebungseffekt gesprochen und das war vielleicht ein bisschen irreführend bei dem Ganzen. Kommen wir jetzt zu Irrtum Nummer 4. Das Universum ist unendlich. Das sagt man ja eigentlich immer, damit ist natürlich gemeint räumlich unendlich. Wir wissen ja, zeitlich ist es auf jeden Fall nicht unendlich, denn das Universum ist vor endlicher Zeit gestartet, nämlich nach aktuellem Stand vor 13,8 Milliarden Jahren. Es ist lange her, die Ältesten werden sich vielleicht daran erinnern unter euch, aber es ist eben, ja, dieser Urknall, den kann man relativ genau festmachen zeitlich, aber die Frage ist natürlich, ja, wie passt es überhaupt zusammen, dass etwas, was zeitlich dann endlich ist, räumlich unendlich sein könnte? Das ist natürlich eines der Mysterien der Relativitätstheorie. Eine Analogie, die man sich vorstellen kann, ist eigentlich so eine Tischplatte, die unendlich ausgedehnt ist, kein Ende hat. Und das wäre sozusagen die Analogie zu dem Universum, was wir dann haben. Es gibt aber auch noch eine andere schöne Art und Weise, wie man sich das vorstellen kann, indem wir einfach das Universum mit einem Zimmer vergleichen, mit einem richtig großen Zimmer. Und es sieht eben dann aus wie dieser Quader hier. Wir haben das Licht, was dann eben in diesen Quader natürlich entsteht von irgendwelchen Galaxien und Sternen. Und nehmen wir mal an, das Universum wäre eben dieser Quader, dann wäre es ja räumlich begrenzt. Es wäre räumlich endlich. Es wäre also nicht unendlich. Der Lichtstrahl könnte dann an der Seite hier rauskommen, wenn er nämlich an den Rand des Zimmers kommt, an eine Zimmerwand. Und nehmen wir mal an, das Universum hätte eine ganz abgefahrene Eigenschaft, nämlich dass das Licht an dieser Wand zwar rausgeht, aber wie in einem Computerspiel an der gegenüberliegenden Wand wieder reinkommt. Dann hätten wir den Eindruck, dass wir in einem viel größeren Universum leben, aber das Licht hat eben sich in verschiedenen, ja, Randbereichen dann weiter fortgepflanzt. Man spricht dann davon, dass es eine spezielle, nicht triviale Topologie hat. Damit ist also gemeint, dass das Universum
ja, vernetzt ist, dass verschiedene Teile des Universums miteinander vernetzt sind. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären in der Mitte dieses Quaders und würden von da aus beobachten, was würde passieren. Wir würden das Licht natürlich sehen, was diesen Quader verlässt, und wir haben dann irgendein Lichtmuster auf der einen Wand. Aber wenn es auf der anderen Seite ja wieder reinkommt, dann würde es zur Konsequenz haben, dass wir dasselbe Lichtmuster, dasselbe Muster eben an verschiedenen Wänden haben dieses Zimmers. Wir würden also Doppelbilder, vielleicht sogar Mehrfachbilder sehen, wenn wir noch die anderen Zimmerwände dazu nehmen. Und das hätte zur Konsequenz, dass wir also in unserem Universum, was wir uns anschauen, Mehrfachbilder von einem demselben Objekt sehen würden. Natürlich versuchen die Kosmologen, das herauszufinden. Man kann eben zum Beispiel im Muster der Hintergrundstrahlung, da gibt es ja solche Temperaturschwankungen, die also Muster darstellen. Und was man wirklich macht, ist, dass man Korrelationsuntersuchungen macht, verschiedene Muster einfach miteinander vergleicht und guckt, sind die vielleicht ähnlich. Und man hat aber bislang eben keinen Match gefunden, dass man sagen könnte, ja, die sind eigentlich identisch, aber kommen aus komplett verschiedenen Bereichen eigentlich des Universums. Weil das wäre ein Hinweis auf eine solche komplizierte Topologie. Und es wäre auch ein Hinweis darauf, dass unser Universum dann endlich wäre. Also unterm Strich muss man sagen, ja, Occam's Razor sagt ja, man soll eigentlich das nicht übertreiben, lieber die einfachste Annahme erstmal hinnehmen, solange das eben gut geht. Und deshalb sagt man eben, es ist viel leichter anzunehmen, dass das Universum unendlich ist. Das ist die einfachste Annahme. So eine komplizierte Topologie würde man erst dazu nehmen, wenn man jetzt weitere Beobachtungen hat, die das wirklich nahelegen würden. Also unterm Strich muss man eigentlich sagen, es ist nicht klar, ob das Universum räumlich unendlich oder endlich ist, aber wir arbeiten dran. Kommen wir zu Irrtum Nummer 5. Das Universum besteht schon immer zu rund 70% aus dunkler Energie. Und zwar ist es ja so, dass diese verschiedenen Energieformen, die es gibt im Universum, sich ja ausdünnen mit der Zeit. Das Universum wird ja größer, das Volumen nimmt zu. Das bedeutet also, wir müssen irgendwie wissen, wie stark jetzt diese verschiedenen Materie- und Energieformen reagieren auf die Ausdehnung des Universums. Und das kann man wunderschön darstellen mit Hilfe von Tortendiagrammen. Wurde zum Beispiel gezeigt auf der Website von dem WMAP. Satelliten, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe von der NASA. Das war der Nachfolger von dem COBE-Satelliten, von dem Cosmic Background Explorer. Und da gibt es eben eine wunderschöne Darstellung. Die haben also ganz toll diese verschiedenen Dinge beachtet, die eigentlich sonst nicht so bekannt sind in der Kosmologie. Und das in einem, eigentlich zwei Tortendiagrammen dargestellt. Und die haben wir hier mitgebracht. Das obere Tortendiagramm zeigt das Energie-Masse-Budget, könnte man sagen, des Universums heute. Und heute bedeutet ja bei Z gleich 0. Das heißt, die kosmologische Rotverschiebung Z ist 0. Und wir sehen demgegenübergestellt ein Tortendiagramm, was eben die Zusammensetzung zeigt, 380.000 Jahre nach dem Urknall. Warum gerade diese Zeit? Das war die Zeit, als die kosmische Hintergrundstrahlung zum ersten Mal sich frei ausbreiten konnte. In der Zeit zwischen 0, also Urknall, und 380.000 Jahren musste erstmal die gesamte Teilchenphysik vonstatten gehen. Es mussten erstmal die Elementarteilchen entstehen. Es mussten die fundamentalen Naturkräfte entstehen. Es mussten dann die ersten Atomkerne sich bilden. Die fangen dann natürlich irgendwann, wenn es kalt genug wird durch die Expansion, die Elektronen ein. Dann haben wir die ersten Atome, im Wesentlichen Wasserstoff zu einer Häufigkeit von 75% und 25% Helium. Das waren die ersten chemischen Elemente, die es da im Wesentlichen gab. Ansonsten haben wir nur Lithium und Beryllium, also an Stelle 3 und 4. Bohr konnte sich nicht mehr bilden. Da war also einfach von der Kernphysik her ein Problem, dass es eben sich nicht bilden konnte. Das heißt, wir haben die ersten einfachen chemischen Elemente, und als eben die ersten Elektronen eingefangen wurden, konnte sich das Licht, die kosmische Hintergrundstrahlung, frei bewegen. Vorher waren die freien Elektronen einfach ein Problem, denn es gab Streueffekte an diesen freien Elektronen, und das war so ähnlich wie eine Art Nebel. Man konnte durch diese dichte Suppe da nicht durchgucken. Und als aber dann die Elektronen gebunden waren, lichtete sich schlagartig der Nebel, und das war eben 380.000 Jahre nach dem Urknall. Wenn wir das als Rotverschiebung ausdrücken wollen, gehört eine kosmologische Rotverschiebung von 1100 da dazu.
Das ist das Z also in dem unteren Tortendiagramm. Jetzt sehen wir, wenn wir da drauf schauen, da gibt es offenbar große Unterschiede. Die dominanten Tortenschnittchen sind bei dem oberen Diagramm die dunkle Energie. Im heutigen Universum dominiert die dunkle Energie. Und in dem frühen Universum, eben zur Zeit, als die kosmische Hintergrundstrahlung sich dann ausbreiten konnte, da dominierte die dunkle Materie. Und jetzt war es eben so, dass eben zwischen damals und heute ein Unterschied liegt, nämlich die Ausdehnung des Universums. Und in der Zwischenzeit dünnen sich dann eben diese verschiedenen Materie- und Energieformen unterschiedlich aus. Sehr stark reagieren zum Beispiel Lichtteilchen. Wir sehen in dem unteren Diagramm eine gelbe Tortenschnitte. Licht war da offenbar noch dynamisch relevant, aber durch die Ausdehnung reagiert es besonders stark darauf und wird sehr stark ausgedünnt. Deshalb haben wir in dem oberen Diagramm keine gelbe Schnitte mehr. Wir sehen auch, dass die normale Materie und die dunkle Materie auf diese Ausdehnung dann reagiert haben. Die werden auch ausgedünnt, bedeutet, die Tortenschnitten von den beiden werden eben nach oben hin etwas kleiner. Aber das Erstaunliche ist eben, dass die dunkle Energie, die nämlich in dem unteren Diagramm gar nicht zu sehen ist, durch die Ausdünnung gar nicht betroffen, also wird gar nicht von dem Volumen beeinflusst. Also die Zunahme des Volumens des Universums hat keinerlei Einfluss auf die dunkle Energie. Wenn wir sehr genau das ausdrücken wollen, sprechen wir übrigens von Energiedichten. Das heißt, diese Größe der Tortenschnitte ist ein Maß für die Größe der Energiedichte. Dichte bedeutet ja pro Volumen, also Energie pro Volumen. Und wir sehen also daran, dass die Energiedichte der dunklen Energie jetzt hier plötzlich relevant wird, bei heute. Und das liegt daran, weil sie nicht ausgedünnt wird. Das Volumen nimmt zwar zu, aber das ist der dunklen Energie komplett egal. Und deshalb leben wir seit etwa 1 Milliarde Jahre, dieser Effekt hat schon eben in der Spätphase des Universums begonnen, in einem Universum, was von der dunklen Energie dominiert wird. Also erst in der Spätphase schlägt die dunkle Energie zu. Und das, ja, ist natürlich jetzt spannend, was das dann eigentlich bedeutet, denn wir wissen ja, dass die dunkle Energie eine komische Eigenschaft hat. Sie hat einen negativen Druck, sie wirkt antigravitativ, das heißt, sie macht das Universum dann auch immer größer. Sie wirkt der Gravitation entgegen. Deshalb setzt eben in der Spätphase auch erst die beschleunigte Expansion ein. Zuvor expandierte zwar auch das Universum, aber man spricht da von einer verzögerten Expansion. Und dann gab es eben diesen Umschwung in der eben etwa letzten 1 Milliarde Jahre, wo jetzt die dunkle Energie richtig zuschlägt und dann deshalb dynamisch relevant wird. Wie geht es weiter? Ja, die Zukunft ist wahrscheinlich so, dass diese dunkle Energie weiterhin zuschlagen wird. Das heißt, die Beschleunigung wird zunehmen. Das Universum wird immer schneller, immer größer. Führt dann also dazu, dass die Abstände zu weit entfernten Galaxien immer größer werden und auch das Universum immer dunkler wird, weil das Licht wird natürlich dann auseinandergezogen, es wird immer röter und dunkler. Deshalb ist die Zukunft des Universums ein kalter und dunkler Kosmos. Tut mir leid. Dann kommen wir jetzt zu Irrtum Nummer 6. Die berühmte Hubble-Konstante war schon immer konstant und hat immer denselben Wert. Oh, großes Problem. Denn natürlich ist der Name unheimlich irreführend. Konstante, da denkt man natürlich, das ist irgendwie eine Naturkonstante, so wie die Lichtgeschwindigkeit oder auch die Gravitationskonstante, immer denselben Wert. Aber das ist wirklich eigentlich eine schlechte Bezeichnung. Man spricht auch manchmal etwas genauer vom Hubble-Parameter. Übrigens, Hubble war ja der Pionier, Edwin Hubble, US-Astronom, der zusammen mit anderen ja den sogenannten Hubble-Effekt, der nach ihm benannt wurde, dann auch entdeckt hat, nämlich dass sehr weit entfernte Galaxien von uns wegfliegen. Der Effekt wird immer größer und zwar immer dann, wenn die Entfernung größer ist, dann ist die Geschwindigkeit auch größer von diesen Galaxien. Das ist der Hubble-Effekt. Und da spielt eben genau diese Hubble-Konstante eine Rolle. Es ist nämlich die Proportionalitätskonstante in diesem linearen Gesetz. Nun, es war ja auch gerade das Ziel mit dem Hubble-Weltraumteleskop, die Hubble-Konstante sehr genau zu messen. Man spricht ja immer von H0KP und damit meint man übrigens das H0-Key-Project, also eine der vordringlichsten Aufgaben von dem Hubble-Weltraumteleskop war, durch die genauen Messungen der weit entfernten Objekte
die Hubble-Konstante extrem genau zu bestimmen. Denn ein Problem war zum Beispiel in den 90er Jahren, das war so die Zeit, als ich da gerade studiert hatte, gab es richtig Ärger bei den Leuten, die diese Hubble-Konstante bestimmen wollten. Es gab nämlich eine Unsicherheit von einem Faktor 2, dass die eher bei 50 oder eher bei 100 liegt. Übrigens, die Einheit ist auch sehr interessant von der Hubble-Konstante. Wir reden von Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Also eine Länge pro Zeit pro Länge, könnte man ja eigentlich die Länge wegkürzen, würde dann 1 durch Zeit übrig bleiben. Das heißt, die Hubble-Konstante hat eigentlich eine inverse Zeit. Übrigens, wenn man diese Hubble-Konstante invertiert, kriegen wir dann eine Zeit ja raus. Und das ist eine Art obere Schranke für das Alter des Universums. Also wenn wir die Hubble-Konstante mit dem aktuellen Wert von 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec invertieren, kriegen wir etwas raus, was fast bei 14 Milliarden Jahren ungefähr liegt. Ist also eine Hausaufgabe mal zum Nachrechnen. Die Hubble-Konstante lag also irgendwo zwischen 50 und 100 in den 90er Jahren, weil man verschiedene Methoden hatte, um das zu messen. Und mittlerweile ist zum Glück dieser Streit bereinigt. Also man denkt, es ist ziemlich genau bei 70, vielleicht auch bei 69. Und das ist also relativ feststehend, dieser Wert. Die Hubble-Konstante variiert aber eben. Es ist ja, wenn wir das uns anschaulich vorstellen, was ist das überhaupt? Das ist sowas wie die Expansionsgeschwindigkeit des Universums. Und die variiert natürlich mit der Zeit, beziehungsweise könnte man sagen, mit der kosmologischen Rotverschiebung. Und das kann man sehr schön mit einem Diagramm darstellen, was man übrigens auch auf der WMAP-Website sehen kann. Und das schauen wir uns jetzt mal hier an. Wir sehen hier das Diagramm, was die Größe, den Weltradius, könnte man sagen, des Universums in Abhängigkeit von der Zeit in der Vertikalen zeigt, über der Zeit. Auch dieses Diagramm hatte ich schon mal bei einem anderen Vortrag hier gezeigt. Und man kann sehr schön sehen, dass da verschiedene Möglichkeiten bestehen. Das Universum kann also in der Vergangenheit beginnen, kann wachsen, groß werden und dann, wenn genug Materie da ist, wieder in sich zusammenstürzen. Und dann gäbe es sogar einen Endknall, also einen Urknall in der Zukunft. Das ist aber nur dann möglich, wenn wir genug Materie in dem Universum drin haben. Die anderen Kurven, das sind also alles Lösungen eigentlich von Einsteins Feldgleichung, die verschieden, also die möglich sind, verschiedene Universen, die denkbar sind, dynamische Universen. Die anderen Kurven zeigen eben, dass das Universum in der Vergangenheit vielleicht etwas früher begonnen hat, also älter ist, dann auch größer wird, dann aber in der Zukunft weiterhin anwächst. Und eine von den Kurven zeigt jetzt hier ein lineares Wachstum. Das bedeutet, in gleichen Zeitabschnitten wächst das Universum um den gleichen Radius. Das ist eine lineare Expansion. Tatsächlich wissen wir ja seit 1998 anhand von sehr weit entfernten Sternexplosionen, Supernovae Typ 1a, also weiße Zwerge, die explodieren, dass das Universum beschleunigt expandiert. Das heißt, die Kurve haut nach oben ab. Und das ist eben der Einfluss der schon gerade besprochenen dunklen Energie, die antigravitativ wirkt, die das Universum beschleunigt expandieren lässt. Und was sehen wir denn jetzt eigentlich noch an diesem Diagramm? Wir sehen eigentlich, die Steigung ist ja gerade ein Maß für die Expansionsgeschwindigkeit. Und wenn wir dieser Kurve jetzt hier entlang folgen, sehen wir, dass diese Expansionsgeschwindigkeit variiert, weil es ist ja die Tangente in dem jeweiligen Punkt. Wir sehen übrigens auch, dass bei heute diese verschiedenen Kurven alle natürlich sich schneiden und dass sie auch dieselbe Steigung haben. Das heißt, die Tangente, die wir bei heute bei z gleich 0 eintragen, ist bei allen diesen verschiedenen Kurven gleich. Das hat natürlich einen Grund. Wir wissen ja die Hubble-Konstante in unserem heutigen Universum. Das heißt, wir wissen die aktuelle Expansionsgeschwindigkeit. Das sind die 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Und deshalb ist die Steigung eben festgelegt. Nicht nur der Punkt, wo die Kurven durchgehen müssen, sondern auch, welche Steigung sie haben müssen in dem Punkt. Und dann muss man sich eben von der Theorie her fragen, welche verschiedenen Kurven sind denn möglich, die mit dieser Steigung durch diesen Punkt durchlaufen. Und das sind eben Lösungen der Feldgleichung von Einstein, die zu Universen gehören, die unterschiedliches Alter haben. Da wir beobachtet haben, dass die in der Vergangenheit nämlich, dass die rote Kurve offenbar unser Universum beschreibt, wissen wir eben, dass diese beschleunigte Expansion gerade unser Universum beschreibt. Wir wissen auch, dass das die
das Universum, was hier realisiert ist bei uns, die Kurve ist, die das älteste Universum beschreibt, nämlich ein Universum, was 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Der Schnittpunkt nämlich von der roten Kurve mit der Zeitachse legt ja dann genau das Alter des Universums fest, nämlich da, wo R gleich 0 war, der Weltradius war 0, das ist also der Urknall gewesen. Das ist der Schnittpunkt mit der Zeitachse. Und das können wir eben auch in diesem Diagramm sehen. Wir sehen also, dass diese Hubble-Konstante nur eine Konstante ist bei Z gleich 0. Und wenn wir eben zu anderen Zeiten, zu anderen Epochen schauen, sehen wir, dass diese Kurve abflacht und eventuell wieder an Steigung gewinnt. Das heißt, es ist die jeweilige Hubble-Konstante zu dem jeweiligen Zeitpunkt des Universums. Und das nennt man auch den Hubble-Parameter H von Z. Das heißt, es ist keine Konstante, es ist erst recht keine fundamentale Naturkonstante. Es ist eine variable Größe. Die Expansionsgeschwindigkeit des Universums ändert sich zeitlich. Dann kommen wir jetzt zu Irrtum Nummer 7. Das lineare Hubble-Gesetz gilt immer. Wir erinnern uns, Edwin Hubble hatte ja die Relation gefunden, dass weit entfernte Galaxien, je weiter sie weg sind, umso schneller fliegen sie von uns weg. Das war also diese Galaxienfluchtbewegung und die nimmt also zu, wenn die Entfernung auch zunimmt. Was hat er gemacht? Er hat die Geschwindigkeit dieser Galaxien in Kilometer pro Sekunde über der Entfernung aufgetragen und die Entfernung in Einheiten von Megaparsec. Wir erinnern uns, Mega bedeutet 1 Million, 10 hoch 6, Parsec, ein Parsec sind 3,26 Lichtjahre, also sind es 3,26 Millionen Lichtjahre, wenn wir von einem Megaparsec reden. Das ist schon richtig viel, denn wir reden also von kosmologischen Entfernungen. Wir haben allerdings bei der Andromeda-Galaxie, die ist ja 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt, das ist also knapp etwas weniger als ein Megaparsec. Diese Galaxie kommt noch auf uns zugeflogen. Das heißt, da reden wir noch vom nahen Kosmos. Wir müssen weiter wegschauen. Dann haben wir diesen Rotverschiebungseffekt. Das hat der Hubble gemacht. Er hat eben das damals größte Teleskop dafür benutzt in den USA auf dem Mount Palomar, hat dann die Beobachtung durchgeführt. Und weil er eben das beste Teleskop zur Verfügung hatte, hat er auch die besten Daten dann da gehabt. Er hat dann Datenpunkte gefunden, das sind hier solche Kreuzchen und die lagen eben auf einer Geraden. Jetzt kann man natürlich hier ein Gesetz ablesen, das V ist proportional zu D. Und die Proportionalitätskonstante ist eben die Hubble-Konstante. Wenn ich das jetzt als Gesetz hinschreibe, habe ich die kosmische Rotverschiebung mal die Lichtgeschwindigkeit ist gleich, dürfen wir dann schreiben, H0 mal D. Das heißt, die Geschwindigkeit, und wir hatten darüber gesprochen bei dem einen Irrtum, es ist kein Doppler-Effekt, aber man kann es formal eben so hinschreiben, es ist die scheinbar die Geschwindigkeit, mit der diese Galaxie von uns wegfliegt, aber sie strömt ja in dem sogenannten Hubble-Fluss, wie man sagt. Die Raumzeit dehnt sich aus. Das heißt, es ist keine eigentliche Bewegung, weil die eine Art Eigenbewegung, das ist nicht gemeint, sondern der Raum zieht die Galaxie mit und von uns aus sieht es dann eben so aus, als ob die eben eine bestimmte Geschwindigkeit hat. Das hier ist eben das Hubble-Gesetz. Und diese Linearität gilt eben nur bis zu einer bestimmten Entfernung. Und zwar liegt die ungefähr bei 420 Megaparsec. Dazu gehört ein Z von ungefähr 0,1. Das heißt, diese Linearität bricht eben dann auch zusammen. Man sieht es dann eben auch, wenn man in diesen Bereich kommt, dann streuen hier auch diese Daten. Auch die Fehlerbalken werden größer hier hinten, typischerweise. Also die Unsicherheit, wo das Kreuzchen zu machen wäre. Hier haben wir eine kleine Unsicherheit.
Das heißt, eigentlich geht es hier so auf und es stellt sich eben heraus, diese Linearität bricht eben dann auch zusammen. Z gleich 0,1, das ist unter den heutigen Gesichtspunkten, wenn wir von Galaxien reden, die bei Z gleich 6, Z gleich 10 liegen, ist es also ein recht kleiner Wert. Wir hatten gesagt, kosmische Hintergrundstrahlung hat ein Z von 1100, also das ist ja kein besonders großer, beeindruckender Wert. Übrigens interessanterweise, das Durchbruchsereignis von den Gravitationswellen, die ersten gemessenen Gravitationswellen von zwei schwarzen Löchern mit ungefähr jeweils 30 Sonnenmassen, GW 150914, lag genau bei so einer Rotverschiebung. Und wenn wir das in eine Entfernung umrechnen wollen, sind es ja 1,3 Milliarden Lichtjahre. Ungefähr. Das heißt, diese Linearität bricht zusammen. Und wenn man dann für diese großen Entfernungen das ausrechnen muss, dann muss man diese Beziehung, das Hubble-Gesetz, eben ersetzen durch ein komplizierteres kosmologisches Modell. Und das kommt dann aus der Friedmann-Gleichung raus. Man muss dann auch die einzelnen Energieformen und die Masse, Materieform, muss man kennen im Universum, um das eben dann genauer auszurechnen. Also was ich damit sagen wollte war, das Hubble-Gesetz ist nicht universell. Es bricht eben zusammen bei ungefähr 420 Megaparsec. Und der Vollständigkeit halber schreibe ich auch nochmal die Hubble-Konstante mit dem aktuellen Wert hin. 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Warum stellt man das so ungünstig dar? Naja, ich kann jetzt hier direkt ablesen anhand des Gesetzes, wenn ich hier eine Megaparsec einsetze, dann bewegt sich die Galaxie von mir mit 70 Kilometern pro Sekunde weg. Scheinbar. Das wäre also die Fluchtgeschwindigkeit. Und setze ich 2 ein, dann wird es eben entsprechend eine größere Geschwindigkeit. Also das nur, um das nochmal zu veranschaulichen. So, seid ihr noch da oder habt ihr schon abgeschaltet? Wir kommen nämlich jetzt Endspurt, fast geschafft, zum Irrtum Nummer 8. Die Gesamtenergie im Universum ist erhalten. Das glauben in der Tat die meisten Leute. Habe ich, muss ich zugeben, viele Jahre auch geglaubt, bis ich mich habe eines Besseren belehren lassen. Es wird auch immer gerne die Frage gestellt, wo geht eigentlich diese Energie der Lichtteilchen hin, die ja durch die kosmologische Rotverschiebung rot verschoben werden. Denn es gilt ja, und vielleicht nochmal der Hinweis, ich habe mir hier extrem viel Mühe gegeben, die Tafel richtig schön sauber zu machen. Also so ein Grün habe ich sonst nur sonntags im Wald. Wir sehen hier die Energie eines Lichtteilchens, H mal Nü, Nü die Lichtfrequenz, H das Planck'sche Wirkungsquantum. Das heißt, je höher die Frequenz, umso höher ist auch die Lichtenergie. Jetzt können wir auch das ersetzen. Wenn man Wellenlängenfetischist ist, ersetzt man natürlich dann die Frequenz durch eine Geschwindigkeit geteilt durch die Wellenlänge. Kurzer Check, Geschwindigkeit, Meter pro Sekunde, Länge durch Zeit, teilen wir durch eine Länge, bleibt nur noch 1 durch Zeit übrig, wir haben also dann eine Frequenz. Das heißt, wir sehen daran, ist die Wellenlänge größer, dann wird die Energie geringer, weil das Lambda im Nenner steht. Jetzt hatten wir gesagt, es gibt den Effekt der kosmologischen Rotverschiebung. Das bedeutet ja, dass die Wellenlänge größer wird. Das heißt, das Licht, was hier dann ankommt, hat ja dann auch Energie verloren. Wo ist die hin? Where the? Also ihr wisst schon, ist diese Energie hin? Und das ist, da braucht man sich gar keine Gedanken machen, denn die Energie ist eh nicht erhalten, Freunde. Also keine Sorge. Und warum ist das eigentlich so? Da muss man dann ein bisschen weiter ausholen zu der Theorie von Erhaltungsgrößen. Da kommt eine berühmte Mathematikerin ins Spiel. Frau Emmy Noether. Nach dem Noether-Theorem gehört zu jeder Symmetrie eine Erhaltungsgröße. Schönes Beispiel sind axialsymmetrische Systeme. Man könnte auch sagen Achsensymmetrie.
Und zu einer solchen Symmetrie, die haben wir zum Beispiel im Sonnensystem, gehört die Erhaltung des Drehimpulses. Und das ist unheimlich praktisch. In der ganzen Mechanik, Himmelsmechanik, kann man das dann ausnutzen. Alle achsensymmetrischen Systeme haben einen erhaltenen Drehimpuls. Es gibt aber auch eine weitere Symmetrie, die etwas abstrakter ist. Und zwar spricht man dann von der Homogenität der Zeit. Und zwar, was machen wir da jetzt? Wir betrachten eine Zeittranslation. Klingt erstmal kompliziert, also ich mache es gleich etwas anschaulicher. Also was heißt es? Wir ersetzen T durch Minus T. Was heißt denn das anschaulich? Wir gucken uns einfach ein System an und schauen uns dasselbe System an, sozusagen in der Vergangenheit. Wie sah es denn in der Vergangenheit aus? Wenn es dann genauso aussah in der Vergangenheit und wenn es in der Zukunft aussieht wie jetzt, dann ist es Zeittranslationsinvariant. Jetzt habe ich mich sogar noch versprochen bei dem komplizierten Wort. Zeittranslationsinvariant. Man könnte auch sagen, es unterliegt einer Symmetrie, die man Homogenität der Zeit nennt. Das wird vielfach ausgenutzt in der gesamten Mechanik. Das ist ein wichtiges Thema in der Physik. Und welche Größe ist dann erhalten? Die Energie. E ist erhalten. Das heißt, wenn wir uns jetzt fragen, ist die Energie im Universum erhalten, dann müssen wir nur uns anschauen, ist unser Universum zeittranslationsinvariant? Also ist es früher anders als heute? Ist es morgen anders als heute? Und die Antwort ist doch klar, oder? Das malen wir hier hin. Schematisch kann man ja sagen, das Universum entwickelt sich wie so eine Art Glocke. Ich hoffe, ich kriege das hier halbwegs symmetrisch hin. Das ist sozusagen das Universum. Hier war der Urknall. Das nennt man die Inflation. In dieser Richtung tragen wir ja die Zeit auf und in dieser Richtung den Raum. Wir sind hier bei heute. Und wir sehen, dass das Universum wahnsinnig schnell eben in dieser Inflationsepoche dann expandiert, Sekundenbruchteile nach dem Urknall. Dann kamen diese ganzen Phasen, Atome bilden sich, Hintergrundstrahlung macht sich auf den Weg, die ersten Sterne entstehen, die ersten Galaxien. Irgendwann kommt auch unser Sonnensystem ins Spiel, ist 4,567 Milliarden Jahre alt, also irgendwann hier hinten entstanden. Unserem noch späteren Zeitpunkt, und da möchte ich bitte darauf hinweisen, auf diese kleine subtile Geschichte hier mit dem Bogen, das ist nämlich die beschleunigte Expansion. Wir haben gesagt, von heute ab, innerhalb der letzten etwa eine Milliarde Jahre, expandiert das Universum beschleunigt durch den Einfluss der dunklen Energie. Das heißt, deshalb müssen wir hier so einen Bogen reinmachen, weil die beschleunigte Expansion einsetzt. Hier spricht man von der verzögerten Expansion, wo sozusagen das so ein bisschen zum Erliegen kommt. Dann hoppala, nimmt diese dunkle Energie hier richtig Schwung und es gibt Gas. Jetzt kann man sich das Ding, diese Glocke anschauen und sagen, ja, wie ist denn das mit der Homogenität der Zeit? Das Universum ist natürlich, wenn wir hier einen Punkt rausgreifen, bestimmte Zeit t, stellen wir fest, früher war das Universum kleiner, jetzt hat es eine bestimmte Größe und in der Zukunft ist es größer. Also von Zeitsymmetrie keine Spur. Was heißt das? Wenn die Frau Noether recht hat, dann bedeutet das, die Energie ist nicht erhalten
im Universum. Und man kann es tatsächlich auch rechnerisch zeigen. Das war jetzt hier die etwas anschauliche Variante. Ich hoffe, man konnte es gut verstehen. Es geht noch schlimmer natürlich. Wenn man nämlich die allgemeine Relativitätstheorie anschaut, muss man etwas betrachten. Ich schreibe es nur mal hin, ja, und dann vergessen wir es gleich wieder. Das nennt man die kovariante Ableitung vom Energieimpulstensor. Das ist jetzt nur für die absoluten Experten, also hier Schleudersymbol, alles anschnallen und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip eine Eigenschaft von dem Energieimpulstensor. Das ist die rechte Seite der Feldgleichung von Einsteins Theorie. Und wenn die partielle Ableitung, das nennt man die kovariante Ableitung des Energieimpulstensors, die verschwindet, und wenn gleichzeitig auch die partielle Null wäre, also ich mache hier mal ein Fragezeichen hin, wenn das beides erfüllt wäre, dann wäre tatsächlich auch die Energie im Universum erhalten. Das ist aber nicht der Fall und das wäre sozusagen die mathematische Begründung, die man dann gerne mal durchrechnen kann, wenn man Lust und Laune hat, gebe ich für die super Ambitionierten als Hausaufgabe. Aber ich kann schon mal sagen, es macht keinen Spaß. In diesem Sinne kommen wir dann zum nächsten Irrtum. Ja, Irrtum Nummer 9. Die kosmische Hintergrundstrahlung war schon immer 3 Kelvin kalt. Das reiht sich im Prinzip ein bei den anderen Fragen mit der Hubble-Konstante, die nicht konstant ist, die dunkle Energie, die sich ja auch verändert mit der Zeit. So ist es natürlich auch mit der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und eigentlich steht die Geschichte ja schon hier. Wir hatten uns zuletzt über die Energie unterhalten und haben festgestellt, naja, wenn eine kosmologische Rotverschiebung einsetzt, das Lambda zunimmt, wird die Energie geringer. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen natürlich in der Zeit, nämlich in die Phase, wo diese kosmische Hintergrundstrahlung sich gerade ausgebreitet hat, war sie ja weniger rot verschoben. Sprich, das Lambda war kürzer und dann war die Energie größer. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Geschichte, dass wir eine Temperatur hier mit der Energie in Verbindung bringen. Ich schreibe es jetzt einfach mal hier ganz frech rein. Energie, thermische Energie ist die Boltzmann-Konstante mal die Temperatur. Das bedeutet mit anderen Worten, diese kosmische Hintergrundstrahlung war in der Frühphase heißer. Durch die Expansion des Universums dehnt sich also das Universum aus, Strahlung wird immer mehr rot verschoben und man könnte eben anders sagen, die Strahlungstemperatur wird immer geringer, die Strahlung wird immer kühler. Und wir haben genau für die Hintergrundstrahlung ja schon mehrfach gesagt, wie groß diese Rotverschiebung war. 1100 und interessanterweise skaliert die Temperatur eben linear mit der Rotverschiebung. Das heißt, wir können, wenn wir das Z wissen, sofort ausrechnen, wie heiß die kosmische Hintergrundstrahlung war, als sie 380.000 Jahre nach dem Urknall ausgesandt wurde. Wir haben ja gesagt, das ist eine 3-Kelvin-Strahlung, sagt man immer. Das heißt, das T heute sind 2,7 Kelvin. Und das T damals, würde ich das mal nennen, ist dann einfach das Produkt aus den beiden, die heutige Temperatur mal die Rotverschiebung. Und das sind ungefähr 3000 Kelvin. Das heißt, damals war diese Temperatur viel höher. Das war fast vergleichbar mit der Temperatur der Sonnenoberfläche. Das sind ja ungefähr 6000 Grad Celsius oder 5500, ganz grob 5500 Kelvin. Das heißt, die Strahlung war damals, 380.000 Jahre nach dem Urknall, ungefähr halb so heiß, wie die Sonnenoberfläche eben heute ist. Und das ist auch natürlich eine Wärmestrahlung, die da abgestrahlt wurde. Also sie hat ihre Charakteristika nicht geändert, wird beschrieben durch eine Planck-Kurve. Das heißt, es ist eine breite Verteilung. Wärmestrahlung ist immer über alle möglichen Wellenlängen und Frequenzen eine sehr breite Verteilung. Man kann bestimmen aus dem Wien'schen Verschiebungsgesetz, wo das Maximum dieser Verteilung liegt. Je höher die Temperatur, umso mehr verschiebt sich dann dieses Maximum hin zu den kürzeren Wellenlängen. Das bedeutet, dass eben diese Strahlung
dann bei einem bestimmten, bei einer bestimmten Wellenlänge ein Maximum hatte. Heutzutage ist es eben Mikrowellen. Wenn wir dahin zurückgehen, verschiebt sich das eben zu viel höheren Temperaturen und damit eben kürzeren Wellenlängen. Könnte man also jetzt direkt mit dem Minschen Verschiebungsgesetz ausrechnen, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Und dann weiß man eben, dass es eben ja, in einem anderen Wellenlängenbereich liegt. Das heißt, auch diese Hintergrundstrahlung hat sich natürlich verändert, wie wir das eigentlich erwarten konnten. Also auch das war ein Irrtum. Kommen wir nun zu Irrtum Nummer 10, die Mutter aller Irrtümer. Es macht keinen Sinn zu fragen, was vor dem Urknall war. Ja, also da kann man sich natürlich schön rausreden, weil nach der Einsteinschen Theorie ist es ja so, dass eben die ja, Zeit und Raum erst begonnen haben im Urknall. Dann könnte man sagen, ja, was soll das? Es gibt keinen davor, wenn es überhaupt keine Zeit mehr gibt. Dann wäre man fein raus. Aber natürlich Leute wie Stephen Hawking haben sich Gedanken gemacht über Vorläuferuniversen. Auch die verschiedenen Gravitationsforschungsdisziplinen, die Stringtheorien, die Loop-Quantengravitation, alle haben eigentlich da verschiedene Rezepte parat, was da gewesen sein könnte. Es gab zum Beispiel ein stringtheoretisches Modell, das nennt man die Ekpyrosis, nach dem griechischen Weltenbrand eben benannt. Das ist auch eine ziemlich verrückte Idee. Man braucht natürlich extra Dimensionen und der Ansatz war eben, dass unser Universum jetzt zum Beispiel hier beschränkt wäre auf die eine Seite, das wäre die eine Hand und es gibt ein Paralleluniversum. Und die sind eben voneinander getrennt über eine weitere Raumdimension, die man natürlich dann fordern muss. Das haben ja die Stringtheoretiker, die haben 7 weitere Raumdimensionen, also außer Länge, Breite und Höhe gibt es dann noch 7 weitere. Und diese beiden Universen wären eben über diese extra Dimensionen voneinander getrennt. Und es wurde dann, das war glaube ich im Jahr 2001, von Steinhardt und Turok, Steinhardt eben Princeton-Theoretiker, ein Modell formuliert, wo man sagte, es gibt also dieses Universum, unseres nämlich, und ein Paralleluniversum, die getrennt sind und die können aber jetzt gegeneinander schwingen durch den Einfluss eines Feldes, was auch in dieser Extradimension existiert. Das Feld wurde das Radion genannt. Ist natürlich jetzt ein hypothetisches Quantenfeld, was man da erfunden hat, für das es erstmal keinerlei Hinweise gibt, dass das gibt, aber den Gedanken kann man ja mal weiterspinnen, diese Hypothese. Und was ich interessant finde, sie konnten eben wirklich eine Erklärung für den Urknall selber liefern, was eben die eigentliche Urknalltheorie ja nicht liefert. Nämlich, wenn diese beiden Universen gegeneinander schwingen können, kann es ja dann passieren, dass sie sich immer näher kommen und dann irgendwann die beiden zusammenklatschen. Und das wäre der Moment des Weltenbrandes, der Ekpyrosis, wo eben diese beiden Universen miteinander verschmelzen und wo sich in beiden Universen dann der Urknall ereignet. Das heißt, der Grund für den Urknall wäre eine Kollision von Universen. Danach trennen sich die beiden wieder voneinander und eventuell könnte eben dieser Vorgang durch das Feld, wenn sich das verändert, wieder dazu führen, dass es dann irgendwann anhält und die wieder zurückkommen. Das heißt, es wäre, was ich eigentlich vom ästhetischen Standpunkt her ganz reizvoll finde, ein zyklisches Universum, wie es auch genannt wird, nämlich ein immer wiederkehrender Urknall, jetzt aber hervorgerufen durch diese Dynamik in höheren Raumdimensionen. Es gibt dafür erstmal keinerlei Hinweise aus den Beobachtungen. Ich denke, da wird man auch eine Weile warten müssen, aber es ist zumindest ein ganz schickes Modell. Jetzt muss man natürlich erstmal Hinweise finden auf die weiteren Raumdimensionen und da sieht es ja auch erstmal ziemlich dünn aus zum Leidwesen der Stringtheoretiker. Dann ja, gibt es eben zum Beispiel ein anderes Modell, das Hartley-Hawking-Universum genannt wird. Hawking hat da immer wieder neue Modelle entwickelt. Dieses Universum ja, hat auch ein Vorläufer-Universum. Und ja, in diesem Universum, das hatte sich sozusagen, ist in sich zusammengestürzt, kollabiert, wurde immer kleiner und kleiner, muss nicht notwendig punktförmig geworden sein, sondern eben nur sehr heiß und sehr klein und sehr dicht. Und in diesem Moment höchster Dichte, höchster Temperatur gab es einen Rückprall-Effekt und das Universum wird danach wieder größer. Das heißt, dieses Modell erklärt zum Beispiel auch diesen heißen Urknall, wie wir ihn ja beobachten. Es gibt ja viele Hinweise, dass dieser Urknall so stattgefunden hat, kosmische Hintergrundstrahlung und ja, die ganze Dynamik, der Wachstum von Strukturen, die Häufigkeit der leichten chemischen Elemente spricht dafür. Das heißt, man muss das irgendwie ja dann erklären, wie es dazu kam. Und Hawking hat eben dann
diese kühne Idee gehabt, dass es ein Vorläuferuniversum gab. Er braucht allerdings keine weiteren Raumdimensionen. Ja, und da gibt es einen ganzen Zoo von verschiedenen Modellen. Also man sieht einfach daran, es macht durchaus Sinn, diese Frage zu stellen. Vielleicht hat man da sehr abgefahrene Theorien dann eben am Start, aber ja, so funktioniert eben auch die Wissenschaft, dass man sich ein paar Hypothesen zurechtlegt und natürlich am Ende vom Tag das Ganze auch testen muss mit einem Experiment. So, das waren sie also, die 10 häufigsten Irrtümer zur Urknalltheorie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte liken, nicht vergessen. Und wenn ihr vielleicht noch andere Irrtümer kennt, dann postet sie doch einfach hier unten beim Kommentarbereich. Das war natürlich jetzt meine ganz persönliche Hitparade, die sich so ergeben hat im Diskussion mit Schülern natürlich auch, aber auch bei den Lehrerfortbildungen. Und ihr habt bestimmt auch noch den einen oder anderen Irrtum parat, den wir noch klären müssen. Das machen wir natürlich und vielleicht machen wir ja auch einen Kommentarcheck. Also fleißig mitmachen und Irrtümer posten. Bis bald.